Ja, und damit begrüße ich Sie zurück zu einem Mario Kart Video. Ja, ist ja kaum zu glauben, allgemein, dass ich überhaupt noch Videos mache, was man ja eigentlich kaum für möglich gehalten könnte. Weil die ganze Woche so ziemlich nichts kam. Und ja. Da möchte vielleicht der ein oder andere, der dennoch vielleicht hier guckt, doch noch wissen, woran das lag. So richtig erklären kann ich das nicht. Also ich glaube, der Hauptanteil war daran, dass die Woche noch mal ein bisschen ordentlich zu tun war, würde ich sagen. Und leider wird es auch die kommenden Wochen wahrscheinlich nicht anders. Aber ich werde gucken, dass ich vielleicht dann ein bisschen noch einplane. Wobei ich aber in Bezug auf Videos und so weiter vielleicht für den einen oder anderen vielleicht eine schlechte Nachricht gegen Ende des Videos zu verkünden haben werde. Vielleicht, je nachdem, liegt im Auge des Betrachters, ob die schlecht ist. Vielleicht ist es für den einen oder anderen vielleicht auch gut. Keine Ahnung. Das liegt, wie gesagt, im Auge des Betrachters, wie man diese Nachricht oder Neuigkeit dann sehen möchte. Jedenfalls möchte ich noch mit einer kleinen, sogar zwei kleinen Nachrichten beginnen hier, weil ja, von Fragen eurer Seite, glaube ich, brauche ich dieses Projekt, glaube ich, hier nicht mehr darauf zu warten. Deswegen suche ich mir wahrscheinlich, wenn ich selber Themen habe, die dann aus. Das ist auch wahrscheinlich auch so ein Grund, warum es vor allen Dingen in der letzten Zeit keinen oder nicht so oft auf jeden Fall Mario Kart gab. Ja, was andere Videos anbetrifft, komme ich gleich dazu, weil wir sind jetzt schon wieder kurz vor dem Rennenende und dann lohnt es sich auch nicht mehr, das zu beginnen hier. Ich hatte mir auch erst gedacht, hier, ich rede einfach so und lasse irgendein Gameplay dann im Hintergrund laufen von meinen alten Rennen, die ich gemacht habe, aber dann dachte ich mir so, komm, nee, wir machen das immer so wunderbar halb professionell, wie ich es eher nennen würde, dass ich irgendwie von eventuellen Rennereignissen, Gameplay-Ereignissen hier gestört werde. Und ja, sie kennen es mittlerweile und deswegen habe ich mir gedacht, wow, soll ich mir auch nochmal den vierten. Okay, ich dachte, ich habe jetzt auch noch den. Ja, den vierten Platz habe ich mir kaputt gemacht mit dieser Aktion, aber gut, ich bin nochmal Fünfter geworden, interessant. Auch nicht schlecht. Nun ja, also eigentlich muss ich auch gestehen, diese zwei Neuigkeiten, die ich habe, die kann ich auch eigentlich recht kurz halten, weil ich denke, vielleicht können die schon dieses Rennen wahrscheinlich schon abgearbeitet sein können. Oh, aber das werden wir sehen. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Neuigkeit an. Ich denke mal, die haben sie vielleicht gehört, vielleicht auch nicht, je nachdem. Am 9. Juni, also einige Tage vor der E3, hat Nintendo eine, ja, angekündigt, dass sie eine Neuerung oder eine Ankündigung zu Splatoon machen wollen, die die Welt bewegen wird. Ungefähres Zitat Ende. Also, da darf man, finde ich, schon gespannt sein, was Nintendo sich darunter vorstellt, die Welt zu verändern. Weil immer wenn Nintendo sowas teilweise ankündigt, dann ja, ist es jetzt auch nicht so ganz das Wahre. Aber gut, ich habe keine Ahnung, was da kommt. Da kann man jetzt auch nur spekulieren. Man wird bestimmt dann am 9. Juni schlauer. Man darf gespannt sein, würde ich sagen, was dann dabei herumkommt. Ich würde sagen, das kann alles beinhalten, von einfach nur irgendwelchen neuen Modi. Bis vielleicht Amiibo-Support für Link und Mario, Kleidung, bis Splatoon 3, was irgendwie sehr komisch ist, wenn sie gerade mal erstmal dieses Octo-Expansion dann veröffentlichen. Vielleicht auch noch was zur Octo-Expansion, aber wie gesagt, dann wäre das schon ziemlich, ja, fast schon ein bisschen peinlich, würde ich das schon sagen, wenn man dann sagt, das sei eine Weltankündigung. Oder sie sagen noch, ja, wir wechseln jetzt doch wieder zu Servern im Online-Modus. Aber das wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Naja, gut. Ach ja, im Übrigen, Sie wissen es ja auch noch, das kann ich jetzt noch sagen, weil ich komme jetzt nicht zu der anderen Ankündigung. Es gibt jetzt natürlich auch bald die Server ab September. Aber ich denke, Sie haben das eh alle mitbekommen. Deswegen brauche ich da nicht von zu reden.
Aber werde ich noch Erster? Nee, werde ich nicht mehr. Den kriege ich nicht mehr. Naja, Zweiter ist auch okay. Ja, sobald kommt Split, kommt Online-System, dürfen wir alle zahlen für Peer-to-Peer-Verbindung. Naja, aber dafür gibt es ja auch gratis NES-Spiele. Und Speicherdaten, die man dann speichern kann in der Cloud. Ja, dürfen wir uns freuen ab September. Oh ja. Jo, die zweite Neuigkeit bezieht sich dann darauf, was Nintendo of America gestern für sie, heute für mich, ja, getweetet hat. Wo ich mir denken könnte, dass der ein oder andere wirklich aufgesprungen ist. Beziehungsweise nur sich gedacht hat, so endlich, es wurde ja auch mal Zeit. Nämlich betrifft das natürlich die Minecraft Switch Edition. Schon seit September letzten Jahres war es, glaube ich, so, dass es eine neue Version dafür angekündigt wurde, die alle Versionen sozusagen, alle Spieler bis auf PlayStation-Spieler, also von Microsoft, Xbox, Windows, Android, iOS, verbindet. Und ja, diese Version wird endlich am 21. Juni 2018 dann endlich rauskommen. Ja, die wird rauskommen. Entschuldigung für meine nicht vorhandene Seriosität, aber das war einfach nur gerade, einfach nur, das sind einfach nur die Stellen, die man einrahmen muss, die man echt einfach nur einrahmen muss bei mir. Aber gut. Ja, kommen wir zurück zum Thema, Minecraft kommt dann als großes Update raus, also in dieser Better Together Bedrock Edition, wie man sie jetzt offiziell nennen will, ich weiß es gar nicht, irgendwie höre ich mal, heißt es so, dann heißt es irgendwie wieder so, keine Ahnung, auf jeden Fall diese Version kommt dann nach, ja, 9 Monaten oder so, glaube ich, dann endlich für die Switch raus. Und was ich noch richtig genial finde an der ganzen Sache ist, dass diejenigen, die schon die Switch-Version haben, nicht den Abgrund runterfallen, sondern sich diese neue Version kostenlos runterladen können dann aus dem eShop, was ich natürlich richtig genial finde. Gleichzeitig wird dann auch eine Version für den Handel rauskommen. Schnell nach hinten schmeißen, heieiei. Können sich auch da diejenigen freuen, die es endlich dann als eine Handels-Cartridge-Version endlich haben wollen. Und ja, ich freue mich drauf. Das wird bestimmt cool. Also was für diejenigen, die es nicht wissen, was man damit machen kann. Man kann halt so auf Server joinen, die von anders gehostet werden. Also wo nicht einer eine Map öffnet, sondern wo man selbst, wo der Map-Ersteller dann den nicht freigeben muss, dass man da drauf joinen kann beispielsweise. Und es gibt in der Community ja Tausende mit verschiedenen Spielmodi und das ist halt ganz schön krass. Aber die große Frage ist jetzt, oder die ihr euch bestimmt stellt, warum ist so ein etwas, ja, halb belangloses Thema doch bei mir ein bisschen so eher stellvertretend? Warum rede ich nicht über die zahlreichen Leaks, die jetzt schon zur E3 rausgekommen sind? Naja, sagen wir es jetzt mal so, über diese Leaks, da möchte ich mich nicht äußern zu. Da kann jeder selber urteilen, ob er diesen jetzt glaubt oder nicht. Also, um mal kurz anzureißen, es gab so einen großen Leak jetzt schon vor einer Weile, der sagen wollte, was Nintendo im Detail auf der E3 zeigen und veröffentlichen. Naja gut, veröffentlichen macht keinen Sinn, aber was sie da groß zeigen und präsentieren wollen. Ja, also es gibt ein paar Sachen, die ich mir wünsche, das wissen sie vielleicht. Animal Crossing, Fire Emblem und so weiter und so fort. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Die Frage jetzt ist, warum gebe ich diesem doch einen etwas größeren Stellenwert, diesem Thema? Ganz einfach, es ist daran angelehnt, dass ich immer mal wieder die ein oder andere Frage kriege, beziehungsweise auch den Ausdruck bekomme oder beziehungsweise gesagt wurde, wie die meisten heute immer noch auf meinen Kanal kommen, beziehungsweise wie es mit einer gewissen Sache und der Fortsetzung aussieht.
Nämlich, vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere, ja, Minecraft NUN, kurz Nun genannt. Ach ja, das waren schöne Zeiten vor einem Jahr. Ja, und ich denke, der ein oder andere erinnert sich noch vielleicht, dass es der Aufhänger war. Oh, coole Sache. Dass, wenn diese Better Together Edition endlich rauskommt, dass es dann die Fortsetzung gibt. Nur vorher muss ich Ihnen sagen, das sollten Sie noch nicht in die trockenen Tücher halten, für diejenigen, die es vielleicht hier noch interessiert hier bei mir. Ich weiß nicht, wie der Stand ist, das kann ich Ihnen noch nicht sagen, das wird sich dann in den kommenden Wochen wahrscheinlich rausstellen. Aber nur damit Sie Bescheid wissen, dass wahrscheinlich, ich würde mal jetzt sagen, höchstwahrscheinlich nicht, wenn das startet, dann direkt dieses Projekt startet, falls es überhaupt startet, das kann ich noch nicht sagen. Das wird man dann sehen, ob es dann dazu eine Fortsetzung gibt. Oh, läuft das hier wieder gut. Eieiei. Dies der läuft wieder gut. Jo, ich glaube, dann hätte ich dazu alles gesagt. Wenn Sie Fragen haben sollten, Sie kennen es ja. Schreibt es in die Kommentare. Ja, ich würde sagen, ich habe die zwei Nachrichten, die ich Ihnen unbedingt vortragen wollte, jetzt vorgetragen. Wir kommen jetzt zu der Nachricht, die, ja, wie gesagt, vielleicht den einen oder anderen schockt oder der einen oder anderen freut. Keine Ahnung, das müssen Sie selber für sich entscheiden. Ja, Sie haben es bestimmt schon am Titel gelesen, vielleicht auch am Thumbnail, je nachdem. Ich weiß es nicht, wie es dann am Ende von mir gestaltet wird. Das liegt ja noch bei mir sozusagen in der Zukunft. Oh, ein schöner Treffer. Ja, Sie haben richtig gelesen. Mein Ende als aktiver Let's Player neigt, oder beziehungsweise das Ende ist langsam nahe, würde ich es bezeichnen. Natürlich wird der eine oder andere wissen, wie kommt das und so weiter. Die Gründe würde ich gleich sagen, aber bevor Sie jetzt sagen, oh, nein, wieso, du beendest jetzt, das geht ja, das ist ja schlimm. Naja, zuerst einmal, ich werde nicht sofort beenden. Das möchte ich erstmal gesagt haben. Ich will definitiv meine aktuellen, ja, meine aktuellen Videoserien, Projekte, Reihen, wie sie es kennen. Oh, jetzt gibt es schon wieder eine blöde Nase hier. Tut mir leid dafür. Musste kurz, da mal kurz dran. Sorry. Ja, meine aktuellen Projekte, wie man es so nennt, will ich definitiv noch zu Ende machen erstmal. Also vorher will ich meinen Kanal eh nicht beenden. Bedeutet, Nintendo Labo, New Super Mario Bros. DS, Mario und Luigi Superstar Saga plus Bowser's Schergen. Was habe ich noch an Projekten, die noch nicht offen sind? Fire Emblem The Sacred Stones. Ja, ich glaube, das dürfte alles sein, was ich aktiv habe. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann kriegen Sie es hier irgendwo nachbearbeitet, hier noch irgendwo zu sehen. Diese Projekte, die ich Ihnen gerade aufgezeichnet habe, plus X, die werden definitiv noch beendet. Plus ein weiteres, was ich schon angefangen habe aufzunehmen, was dann wahrscheinlich mein letztes Projekt dann sein wird. Das habe ich schon zur Hälfte aufgenommen und es wird dann mein letztes sein. Sprich, ich rechne mit, dass es, ja, dieses Jahr definitiv noch, dass ich dieses Jahr definitiv nicht aufhören werde. Ich rechne damit so dann Anfang 2019, dass ich dann sagen werde, okay, ich habe eine gute Zahl erreicht, vielleicht habe ich dann ja noch mein größtes Ziel erreicht, die 1000, mal gucken, ich weiß es nicht, das liegt in den Sternen, ob ich das vielleicht noch erreicht habe dann, aber jedenfalls, dann würde ich sagen, ich habe ein gutes Ende erreicht. Und ich werde jetzt auch noch drüber reden, weil ich bin noch nicht ganz fertig, deswegen eine Runde mache ich noch, aber ich cut jetzt mal nicht, weil sonst komme ich wieder aus dem Redefluss raus, ich war jetzt wieder hochprofessionell. Ja, joa, aber was, ja, ich habe schon wieder den Faden verloren, das ist super. Nein, aber bevor Sie jetzt sagen, dass Sie mich komplett dann 2019 los sind, da muss ich Sie dann leider enttäuschen, weil ich werde definitiv noch in irgendeiner Art und Weise auf YouTube zu finden sein. Also Twitter werde ich sowieso nicht entfernen,
Gut, meine Facebook-Seite, die werde ich sowieso, bin ich eh nicht aktiv, aber da wird man mich eh nicht vermissen. Aber ja, auf Twitter, das werde ich sowieso erstmal, das wird sowieso dann noch bestehen bleiben, mein Twitter-Kanal, mein Discord sowieso. Jo, nur wie gesagt, es werden wahrscheinlich dann keine Let's Plays in der Form mehr geben. Was ist dann aber stattdessen, wo ich mich dann mehr den Fokus drauf legen werde, das sind dann Streams. Weil ich denke, ja, wenn man dann halt direkt die Interaktion hat mit den wenigen, die man dennoch hat, ist es dann dennoch ein bisschen, ja, ich denke mal dann vielleicht attraktiver und interessanter, als dann so in zweiter Hand das zu machen. Wie gesagt, ich hatte in meiner Laufbahn, die ich das ja jetzt schon, ich glaube so 2013 habe ich angefangen. Also 5 Jahre mache ich das ja jetzt schon, mal mehr, mal weniger gut, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ja, und ich würde sagen, wahrscheinlich eher, wenn man das vergleicht mit anderen Leuten, re relativ wenig erfolgreich. Aber gut, naja, lassen wir das Thema so sein. Es gab halt so im Laufe der Jahre auch so ein paar Leute, die ja halt einem dann ja doch es eher geschafft haben, schön viele Steine in den Weg zu legen, aber wie ich ja schon mal gesagt habe, das ist eher was, was ich dann nicht wirklich in ein Video reinpacken möchte. Jedenfalls, ja, wird es dann Anfang 2019, schätze ich, das Ende geben, wenn nicht noch irgendwie was Dramatisches passiert, sodass ich sage, ach komm, ich mache das doch noch länger. Es ist halt alles noch nicht 100% sicher, aber ich rechne sehr stark damit, dass dann das Ende sein Ende findet. Nur, wie bereits gesagt, die aktuellen Projekte, die möchte ich noch zu Ende bringen, weil wenn ich jetzt einfach so sage, so, nö, ich höre jetzt auf, ich habe keinen Bock mehr auf alles hier, ich finde, das wird dann auch nicht gerecht eigentlich, das mir selber gegenüber, weil auch wenn es immer mein Hobby war und es auch wahrscheinlich auf ewig, wenn dann sein gewesen ist und wird, hat es mir dann trotzdem auch den Spaß bereitet, wahrscheinlich nicht vielen. Aber vielleicht dem einen oder anderen, die konnte ich dann relativ unterhalten. Nur, man merkt sie auch sowieso. Ich habe es ja schon mal irgendwann mal gesagt. Es stirbt aus. Der Markt ist, was das angeht, wie man so schön sagt, übersättigt. Und ja, ich merke dann auch so schon so mal ständig die Zeit, vor allen Dingen die Zeit, aber dann auch noch das Geld da reinzustecken. Das rentiert sich dann irgendwann auch nicht mehr. Oh, wenn man Puhu ist, wusste ich auch noch gar nicht, dass man dann vom Blitz nicht getroffen wird. Man lernt ja nie aus. Naja, gut. Auf jeden Fall wissen Sie damit den aktuellen Sachstand. Sie können gerne in die Kommen, oder ihr könnt gerne in die Kommentare natürlich schreiben, wie ihr das seht, ob ihr jetzt total enttäuscht seid. Das liegt bei Ihnen. Wie gesagt, ich werde ja halt, wie gesagt, da nicht aussterben. Es wird mich dann noch geben, halt nur wie gesagt. Und ich würde auch nicht tatsächlich sagen, dass es vielleicht auch dann gar keine Videos mehr gibt. Also, ich würde erstmal sagen, es gibt halt hauptsächlich dann gar keine Let's Plays mehr. Was nicht heißt, dass dann gar nichts kommen wird. Wer weiß. Vielleicht kommt hier irgendwas anderes Besonderes. Also, wie gesagt, Nintendo Labo sehe ich ja auch eher mehr als Special-Reihe und jetzt weniger als ein Let's Play. Ich weiß gar nicht, habe ich das. Nee, ich habe es ja auch gar nicht mal im Titel drin. Also von daher. Nur damit Sie Bescheid wissen. Also nur wenn ich dann sage, Ende 2018, Anfang 2019 ist eigentlich geplantes Ende. Was nicht heißt, dass ich dann komplett aus der Welt bin. Also so schnell werden Sie mich nicht los, ne? Nur damit Sie Bescheid wissen. Gut, ich würde sagen, war heute ein schön langes Video, glaube ich. Keine Ahnung, wie ich das zusammengeschnitten habe, wie lang das wird, aber ich wette mal. Bisschen länger als die bisherigen Mario Kart 8 Videos. Und ja, bevor ich abschließe, natürlich, ich werde jetzt wieder gucken, dass diese Woche ein bisschen mehr wiederkommt. Weil ich denke mal, Nintendo Labo sollten wir bald durchkriegen schon. Das wird wahrscheinlich das erste, was ich durchkriegen werde. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zusehen und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag dann. Je nachdem, was Sie machen. Ich kann ja noch mal kurz eben sagen, was ich Schönes heute Abend machen werde. Ich werde mir den Eurovision Song Contest ansehen mit Freunden. Ach, das wird ein Spaß. Ah, wird wieder ein Spaß, wenn nicht irgendwas noch dazwischen kommt. Aber ich wurde dazu eingeladen und eigentlich habe ich da ja gar keinen Bock. Ich weiß nicht, ich finde dieses Format, naja, aber wer weiß. Naja, auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen und schönen Samstag, was Sie auch machen. Ich glaube, es soll ja sonnig werden und ja.
Bis dann und tschüss.